Man kann es kaum ertragen. Man kann es kaum ertragen, wenn man den Menschen gegenübersteht und die einem erzählen, was ihnen in diesen Wochen vor dem 6. August, seitdem leben die in diesen Lagern, passiert ist. Dass sie am Morgen aufgewacht sind, hatten an ihren Häusern das große N stehen, das sie als Christen ausweist. Und dann sind die Nachbarn gekommen und haben sie aus der Wohnung rausgeschmissen, die Wohnung geplündert. Für die Flüchtlinge ist die Situation dramatisch. Sie leben in schwierigen Verhältnissen, vor allem emotional ist es für sie schwierig, weil sie immer noch hoffen, sie könnten in ihre Heimat zurück. Sie wissen aber, dass sie beschützt werden müssten und sie haben einfach keine Perspektive und wir müssen alles dafür tun, dass sie auch eine längere Zeit im Nordirak, in Kurdistan leben können, weil ich nicht glaube, dass sie schnell nach Hause zurück können. Die Menschen sind dort wirklich in Notunterkünften untergebracht, vor allem in Dohuk sind Tausende von Jesiden in Zelten auf nacktem Boden. Auch in Erbil sind die Menschen in nicht fertig gebauten Hochhäusern, in Parktiefgaragen untergebracht unter primitivsten Umständen. Die chaldäisch-katholische Kirche hat ihre Tore geöffnet, alles mit Zelten und Menschen voll. Das zentrale Thema war, helft uns in der konkreten Situation, helft uns, dass wir zurück können in unsere Dörfer. Und die Bischöfe der chaldäisch-katholischen Kirche, aber auch der syrisch-orthodoxen Kirche sagen, je intensiver die Diskussion darum geht, Flüchtlinge aus der Region woanders hinzuholen, desto deutlicher wird denen, die zurückbleiben, dass man offenbar doch kaum noch Hoffnung hat. Natürlich müssen wir mehr Flüchtlinge aufnehmen, aber das kann nicht die Lösung sein, wenn alle gehen, die nicht die Lebensweise der IS haben, dann hat die IS ja gewonnen. Und deswegen, wir nehmen mehr Flüchtlinge auf, aber wir müssen mehr tun, um die humanitäre Katastrophe einzudämmen, die im Winter in Kurdistan droht. Die militärische Hilfe ist mehr als notwendig, weil das Gerät, das die Kurden haben, das ist alt und oft nicht funktionsfähig. Und der kurdische Präsident hat einen bemerkenswerten Satz gesagt. Ich erwarte nicht und will auch nicht, dass ihre Söhne für uns kämpfen. Aber dann müsst ihr uns die Waffen geben, damit wir IS bekämpfen können.